Liebe Freunde, Dennis und ich haben uns heute hier eingefunden an dieser Kölner Fanmeile, weil wir heute zusammen Fußball gucken wollen. Heute spielt Deutschland gegen die Schweiz. Ja, das Team ist auch mit dabei. Jetzt fängt doch mal einer von euch beiden da ins Team, genau. Ja, super. Klasse. Aber das wäre voll langweilig, wenn wir nur Fußball gucken würden. Ist ja voll doof. Deswegen haben wir uns überlegt, wir spielen heute eine Runde. Spontan erkennst du den Song. Und da machen wir uns auf die Suche nach zwei tollen Kandidaten oder Kandidatinnen. Und heute spiele ich und Dennis wird als Moderator fungieren. Dafür wurde ich heute gebucht. Fußball. Technik, genau. Elf Mann auf dem Platz, Rasenschach. Wir fackeln alle da, weil Pyrotechnik hilft Verbrechen. Ja. Wer wird Europameister? Ja, wir. Wer wir heißt? Deutschland. Deutschland, genau. Wir suchen hier Kandidaten und Kandidatinnen für eine Runde Erkennst du den Song? Und zwar in der Spontan-Edition. Hast du grundsätzlich Lust oder bist du dafür zu nüchtern? Ich kann das machen. Wie heißt du denn erstmal? Tim. Da haben wir den Tim schon mal gefunden und wir suchen jetzt weiter. Ich kann das machen. Elf Mann auf dem Platz, Rasenschach. Wir fackeln alle da, weil Pyrotechnik hilft Verbrechen. Ja. Wie ist dein Name? Zoe. Und du hast eine Frage? Ja, wir haben eine WG, eine Fünfer-WG. Und ihr hattet mehrmals kommentiert, dass wir EDS bei uns machen. Und wir haben euch gerade gesehen, deswegen wollten wir fragen, ob das jetzt steht. Wenn einer von euch jetzt hier mitspielt, dann ja. Ich kann es versuchen. Ja, dann ist Zoe mit dabei. Zoe, mach das. Zoe! Ich kann das machen. Ich bin der Tim. Ich gewinne heute, weil ich bin der Porker von Mallorca. Ich bin Benny, 33. Und 2006 war die Stimmung viel geiler. Ich bin Zoe und Deutschland wird Weltmeister. Und damit herzlich willkommen zu Spontan erkennst du den Song, dem großen EM-Special. Vor dem Spiel gegen die Schweiz. Wir haben tolle Kandidaten, Kandidatinnen gefunden. Wir spielen bis fünf. Wer zuerst fünf Songs richtig erkennt, darf die goldene Ananas berühren. Aber nicht mit nach Hause nehmen, sondern ja, muss hier wieder abgegeben werden. Dann los geht's! Rihanna? End of the World! Rihanna Only Girl! Ja. 1-0! Weiter! Mal wieder rausgeflogen und so singen wir! Pyrotechnik ist doch kein Verbrechen. Icke Hüftgold, Marc Eggers und Nico. Danal! Pyrotechnik ist doch kein Verbrechen. Marc Eggers, Icke Hüftgold und Balkon Ultra. Und lass Emotionen freien Lauf. Zoe, hast du schon mal mit Pyrotechnik gearbeitet? Nee. Noch nie? Noch nie. So ein Bengalo schön bei McDonald's angemacht oder so? Ja, ab und zu. Wäre mal eine gute Idee, weil das ist alles Satire, was passiert. Muss man machen. Ich kann das machen. Tim, du kommst aus Köln oder wo kommst du her? Nee, aus Siegen. Siegen, wo ist denn Siegen? Ja, unten am Dreiländereck von Nordrhein-Westfalen. Das Dreiländereck, ist das eine Pizza oder ist das ein Standort? Standort. Standort, okay. Weiter! Summer of 69, Bon Jovi. Brian Adams, Summer of 69. Ein Klassiker. Ich liebe Außendrehs. Weiter! Boah, keiner wieder heiß. Das kein Spiel, das kein Nintendo. Ein Junge weiß den Künstler nicht. Deshalb ist er jetzt mies auf Sendung. Zeit, dass sich was dreht von Zoe Barney. Und wer noch? Oh! Herbert Grönemeyer. Starke Nummer!
Seid ihr denn in Fußballstimmung, Zoe? Bist du in Fußballstimmung? So was von. Ist das so? Ja. Wann hast du deine erste EM so mitbekommen? Wie alt bist du jetzt? Ich bin 21. Okay, das heißt, das ist deine erste EM, wo du voll deiner Sinne bist eigentlich? Ja, schon. So, eigentlich, ja. Schon. Also eigentlich, ja. Nach dem Sieg dann nicht mehr, aber heute noch. Du hast beworben mit deiner WG bei Erkennst du den Song in der WG-Edition. Ja. Das heißt, vielleicht besuchen wir euch bald. Ich kann das machen. ABC-Levels! Ja! Ja! Wie steht's? 2-1-1, oder? Ja. Ja. Immerhin einer. Weiter. The precious Shakira Waka Waka. Ja! Ja, ja, Mann! Wann war Waka? 2016? 2014. 2014. Nee. 2010 in Südafrika. 2010 ist Südafrika. Mit der Vuvuzela. 2010, das war 2010. Na gut. Weiß einer? Bones MC Fußballer. Ja. Wow. Wow. Danke für den Applaus. Dankeschön. Bist beliebt bei der Meute. Wie viel steht's? 2-3-1. Oh! Zoe, das schaffst du noch. Was denn? Ja, ich gebe mein Bestes. Wenn du heute verkackst, dann wird's natürlich auch schwierig für die WG. Wir gewinnen immerhin in Deutschland. So. Da sind wir uns alle einig. Dynamite Tayo Cruz. Genau, weiter. Dynamite ist richtig. Starke Nummer. Also für mich auch so ein Hit aus meiner Kindheit, Dennis. Ne? Weißt du noch? Die 2010er. Das waren tolle Jahre. Die 2010er war schon stark. Lame. Ich will was von Erfolgen aus vergangenen Jahren und beende die Strophe mit irgendeinem Satz. Adi Toro. Paolo Muck, Füllkrug mit Bier. Einfach nur Füllkrug, Paul Muck und Adi Dottoro. Ja. Ich bin so dämlich! Kannst du den Tanz hier? Hast du einen Matchball, Tim? Noch einen Song richtig, da hast du gewonnen. Ein Matchball. Das ist ein Matchball? Ach so. Ein Matchball noch. Vielleicht machst du es jetzt klar. Ich kann das machen. Ed Sheeran Shivers. Was denn? Alles falsch. Ed Sheeran Bad Habits. Ja. Yeah. Also WG steht, ne? Ja, jetzt hast du dich wieder. So auch, dass der EM-Song. Ist das nicht der EM-Song? Nee, ist es nicht. Da hätte nämlich Leonie noch gefehlt. Unsere zukünftigen Anwälte da vorne und Bundeskanzler. Heute bin ich stark genug, dir alles zu verzeihen. Bronze, Silber und Gold. Wolfgang Petri, Bronze, Silber und Gold. Ja! Scheiße, das war mein Kami. Mal ganz kurz Pause, der Müllwagen ist jetzt noch vorbei. Zwei Matchbälle im Spiel. Wer holt den Sieg? Ich kann das machen. Falco, alles nur geklaut? Geklaut? Ah, yeah. Falco Amadeus. Ah. Nein, das war die neue Geschichte. Heino Amadeus? Falco Rocky Amadeus. Oh. Weiter geht's. Afrika. Oh no, ich weiß den Artist nicht. Scheiße! Afrika Toto. Ja. Und damit gewinnt Tim die goldene Ananas. Hast du berührt, nimm sie mal. Komm mal nach draußen! Aber ja, ein großer Applaus für Zoe! Und auch für Benni ein großer Applaus. Freunde, bewerten.
bewertet euch doch gerne in den Kommentaren. Für eine Runde erkennst du den Song. Und schreibt uns doch gerne, was wir besser machen können. Zum Beispiel andere Mitspieler oder andere Moderatoren oder andere Location. Eine lautere Box, irgendwas wird es ja sein, liebe Freunde. Wir gehen in die Endcard oben. Wie wohnt ein Fußballer aus der ersten Bundesliga von Einfach Fußball? Und unten gibt es die letzte Folge Spontan EDS bei Rock am Ring. Ciao, Freunde. Yeah.